Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck plädiert für eine rasche Verschärfung der Sanktionen gegen Russland, lehnt einen von Deutschland selbst verhängten Importstopp etwa für russische Gas- und Öllieferungen aber weiterhin ab. Ja, ganz anders die Bundesverteidigungsministerin Christine Lambrecht. Sie hatte zuvor erklärt, nach den Vorgängen in Butscha, bei denen nach ukrainischen Angaben hunderte Menschen durch russische Soldaten getötet wurden, müsse auch das Thema Energielieferung Gesprächsgegenstand weiterer Konsequenzen sein. Durch die jüngst entdeckten Gräueltaten flammt auch wieder die Frage auf, ob nicht doch ein sofortiges Embargo von russischem Gas unumgänglich ist. Die Verteidigungsministerin schließt nicht aus, dass darüber jetzt gesprochen wird. Da wird sich auf EU-Ebene jetzt schnellstmöglich auszutauschen sein, was noch möglich ist. Da gehe ich davon aus, dass auch Energielieferungen dazu gehören werden. Bislang ist die Haltung der Regierung, Sanktionen dürfen uns selbst nicht mehr schaden als Russland. Der ukrainische Botschafter drängt dennoch erneut zum Gasembargo. Spätestens morgen ist es an der Zeit, dass man auch diese schärfste Waffe, diese Importstopp für Energieträger aus Russland benutzt. Noch diese Woche sollen neue Sanktionen folgen, zum Beispiel gegen Einzelpersonen in Russland. Bei einem Gasstopp aber könnten Lieferketten reißen. Der nachfolgende Dominoeffekt hätte verheerende Folgen für die Wirtschaft. Was wir allerdings tun, ist den überlegten nächsten Schritt zu gehen. Und damit schaden wir auf Dauer Putin mehr, als wenn wir jetzt kurzfristig agieren, dann feststellen, oh Mensch, da hätten wir aber noch Schritte davor gehen müssen und dann möglicherweise ein Embargo nicht durchhalten können. Heute wird in der EU über mögliche Sanktionen gesprochen. Bei der SPD will man jetzt so schnell wie möglich raus aus der Abhängigkeit von russischen Energielieferungen. Was heute im Parteivorstand noch mal deutlich geworden ist, dass wir die Abhängigkeit zu russischem Gas, zu russischem Öl, zu russischen Kohle, dass wir das in einer Riesengeschwindigkeit reduzieren wollen. Diese Geschwindigkeit aber orientiert sich auch an der Bereitschaft aller Bürger zu harten und zu spürbaren Einschnitten.